Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung Megatrend vor. Das ist eine Anwendung, in der ziemlich große Trends der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte aufgestellt werden. Und dort bekommt man unterschiedliche Informationen dazu und auch Schlüsselaspekte, die ziemlich gut recherchiert sind. Es sind Dinge dabei, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, wie zum Beispiel der demografische Wandel. Ein ja anhaltender Trend, der natürlich weiter noch sich entwickelt. Und zusätzlich gibt es hier auch noch weitere. Zum Beispiel gibt es hier neue Mobilitätsmuster, sind zum Beispiel mit dabei, digitale Kultur, auch sehr interessant, und zusätzlich gibt es dann immer die Möglichkeit, falls man sich für etwas interessiert, ganz einfach dort drauf zu klicken. Und hier seht ihr dann erstmal die Informationen hier zum demografischen Wandel. Es ist ein kleiner Text mit dabei. Zusätzlich gibt es hier unten links dann noch die Möglichkeit, hier einen längeren Text zu erhalten oder das Ganze in einer anderen Ansicht zu sehen. Aber zusätzlich gibt es hier auch die Schlüsselaspekte, und die sind ziemlich interessant. Da kann man in unterschiedliche Bereiche letztendlich sich weiter informieren. Zum Beispiel gibt es hier den Punkt Wachstum der Weltbevölkerung. Dort kann man draufklicken, man bekommt hier einen Artikel angezeigt, und diese sind dann auch ein bisschen länger. Also man bekommt immer, sage ich mal, dazu die Detailinformationen, die einen interessieren, und unten gibt es dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten. Nehmen wir einfach mal 4 Sterne. Insgesamt die Texte, die ich bisher gelesen habe, die haben jetzt sehr gut gefallen. Also es ist nicht 0815, das ist wirklich ja fast wissenschaftlich, möchte ich fast sagen, aber trotzdem so geschrieben, dass man das ziemlich gut auch als Laie versteht. Zusätzlich gibt es jetzt hier noch die weiteren Schlüsselaspekte, die man sich hier ganz einfach aufrufen kann, wenn man denn möchte. Aber man kann natürlich auch zurückgehen und sich dann nochmal hier ein Beispiel raussuchen. Was haben wir hier? Neue Konsummuster sind zum Beispiel mit dabei. Auch hier gibt es dann wieder die Möglichkeit, die Schlüsselaspekte aufzurufen. Hier sind gleich ein paar mehr mit dabei, die vielleicht auch ein bisschen länger sind. Und so hat man dann immer die Möglichkeit, sich in diesen bestimmten Bereichen zu informieren, die einen persönlich interessieren. Ich finde die Anwendung insgesamt ziemlich gut, ist ziemlich interessant und ist nicht so eine typische Anwendung, die man vielleicht bisher schon mal gesehen hat. Hier auf jeden Fall ein ziemlich neuer Ansatz, was Trends angeht, was Informationen dazu angeht. Und wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ist das hier eine ziemlich interessante Sache, die man sich kostenfrei herunterladen kann. Das war's aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.